Heute soll es zum einen um ein Barcelona-Ultimatum gehen, denn sie möchten das Gehalt von Robert Lewandowski kürzen. Warum? Und was passiert, wenn er dem nicht zustimmt? Droht jetzt der ganz große Knall beim FC Barcelona? Zudem soll es um ein wildes Gerücht um Sebastian Hoeneß gehen, denn Sebastian Hoeneß wird jetzt mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Könnte er tatsächlich der Terzic-Nachfolger werden? Und als kleines drittes Thema haben wir noch eine Überraschung. Ich und mein Partner Sport- und Informationsdienst haben ein paar Sprüche zusammengestellt aus der diesjährigen Saison und ein kleines Best-of hier noch hinten dran gehangen. Alles dazu gleich. Vorab, wie immer die Info, lasst ein Like auf das Video da und ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Ja, aber damit kommen wir erstmal zum ersten Thema und das ist Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, er spielt beim FC Barcelona aktuell eine eher schwierige Saison. Nicht so viele Scorerpunkte, wie man eigentlich von ihm kennt. Das ist aktuell problematisch. Er steht unter anderem auch öfter mal mit den eigenen Mitspielern, aber auch mit Trainer Xavi im Clinch. Und jetzt gibt es ein erstes Ultimatum seines Clubs. Denn sie wollen tatsächlich Robert Lewandowskis Gehalt kürzen. Und das könnte jetzt zum ganz, ganz großen Knall führen. Denn das sind Sachen, das kann, glaube ich, Robert Lewandowski gar nicht leiden. Grund dafür, dass man jetzt eben Robert Lewandowski bittet, auf Gehalt zu verzichten, ist eben natürlich mal wieder das alte Problem Barcas Gehaltsobergrenze. Man will neue Transfers tätigen im Winter und da muss man jetzt Gehaltsbudget freiräumen. Eine schwierige Situation für Barcelona, gerade auch weil, ja, wie gesagt, Robert Lewandowski aktuell wohl richtig Probleme hat, auch innerhalb des Teams. Xavi soll ihn vor versammelter Mannschaft dazu angeschrien haben, dass er endlich mal richtig laufen soll. Er befindet sich in einer schwierigen Situation, gerade mal 8 Treffer in 16 Spielen konnte er für die Blaugrana machen. Und es soll angeblich auch schon Abschiedsgedanken seitens Robert Lewandowski geben. Mit seinem Berater Pini Zahavi hat er da natürlich jemanden an der Seite, der ihn auch mal ganz schnell zu einem anderen Club lotsen kann. Wie Robert Lewandowski auf diese Forderung, auf dieses Ultimatum reagiert hat, das ist Stand jetzt nicht bekannt. Aber es ist davon auszugehen, dass der FC Barcelona hier schon mächtig Druck macht, denn sie brauchen eben das freie Gehaltsbudget spätestens zum Januar. Wie seht ihr das ganze Thema? Eure Meinung da gerne mal in die Kommentare. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema und das ist ein ziemlich heißes Thema. Das ist nämlich das Thema rund um Sebastian Hoeneß und eine mögliche Anstellung bei Borussia Dortmund. Ja, es ist ein Gerücht, was jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder aufkam. Klar, Sebastian Hoeneß, er spielt mit dem VfB Stuttgart eine sehr, sehr gute Saison. Das kann man nicht anders sagen. Und Borussia Dortmund im Gegensatz, sie spielen halt eben eine sehr, sehr schlechte Saison. Und da ist natürlich klar, wo jetzt diese Verbindungen herkommen. Aber könnte das tatsächlich etwas werden? Er hat sich jetzt erst gestern beim Kicker geäußert und da sagte er, ja, nein, er ist auf jeden Fall mit dem Kopf definitiv noch bei seinem jetzigen Club. Er ist noch bei seinem Club beim VfB Stuttgart. Er wird hier alles versuchen, um eben hier mit dem Club erfolgreich zu arbeiten. Eine spätere Anstellung bei einem anderen Club, das konnte er aber explizit nicht ausschließen. Er sagte, sein Vertrag, der bis 25 läuft, der ist natürlich auch noch lange gültig, eine sehr, sehr lange Zeit im Trainergeschäft und er will hier auch nichts ausschließen. Und ja, da kommen natürlich jetzt die BVB-Gerüchte genau richtig. Man will jetzt ja erst nochmal weitermachen mit Trainer Edin Terzic, man hört aber auch intern, naja, man hat irgendwie auch keine bessere Option gefunden. Und einige BVB-Fans, ja, die sind schon in Reddit und sonstigen Foren richtig aktiv, sehen irgendwo auch in Sebastian Hoeneß einen jungen Jürgen Klopp. Und ja, man sieht mit ihm 41 Jahre alt, kann richtig, richtig viele frische Ideen bei Borussia Dortmund reinbringen. Er hat eine Mannschaft, die eben letztes Jahr noch gegen den Zweitliga-Abstieg kämpfte. Sie haben Relegation gespielt und jetzt hat er sie tatsächlich auf einen Champions-League-Platz geführt und sie spielen halt auch einen echt heftigen Fußball. Da sind ja keine glücklichen Siege oder sonstiges dabei. Nein, sie spielen auch einen richtig geilen Ball. Und genau deswegen wollen BVB-Fans jetzt unbedingt Sebastian Hoeneß haben. Sie sagen, die müssen sich mit ihm beschäftigen. Ich bin mal gespannt, dass er mal einen besseren Club als jetzt den VfB Stuttgart trainiert, ohne das jetzt abwerten zu meinen. Da gehe ich mal fest von aus. Aktuell Tabellendritter, 7 Punkte vor Borussia Dortmund. Von daher wäre es ja eigentlich ein Rückschritt, aber ihr wisst alle, wie das ist. Borussia Dortmund ist immer noch der größere Club. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wo ihn noch so der Weg hinführt. Auch die Bayern sollen ihn auf jeden Fall genauestens beobachten. Und damit kommen wir jetzt auch schon
zum kleinen Spezial hier zur Weihnachtszeit, wenn man das so sagen kann. Es gibt jetzt hier einen kleinen Zusammenschnitt, ein kleines Best-of gemeinsam mit meinem Partner Sportinformationsdienst. Die haben das ganze Video hier zur Verfügung gestellt und ich möchte euch das Ganze nicht weiter vorenthalten. Ich sage schon mal Tschüss, bis dann, haut rein Leute und lasst dir gerne ein Abo da für noch mehr solche Videos. Kein Alkohol, es sei denn, Hermann Gerland kommt mal zum, dann trinke ich mit ihm Whisky Cola. Ich habe heute geträumt, dass ich ein Tor schieße in München für den Sportclub. Ohne Scheiß. Heute Nacht mit links, ja, Wolli. Egal. Sehen Sie, beim Pressesprecher geht's schon los. Und ich bin jemand, der, glaube ich, lange hinter den Jungs steht und auch immer noch hinter den Jungs steht, aber irgendwann ist ja noch Feierabend. Und irgendwann geht's darum, dass sich das, was hier gefordert wird und eingefordert wird, auch zu machen ist. Und wer das nicht begreift, da muss man halt auch mal ihnen erklären, was Bundesliga bedeutet. Soll ich Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und mit schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute. Weiß nicht, ob wir einen Mannschaftsabend bekommen oder nicht. Ja, dann auf den Mannschaftsabend. Wir hatten dann vereinbart, dass Oliver und ich am Freitag telefonieren, weil wir ihm gesagt haben, er soll über die Situation nachdenken. Wir würden das gern einvernehmlich mit ihm beenden. Ja, ich kann jetzt nicht alles kommentieren, was er geschrieben hat, aber dass er uns geschrieben hat, er hat eine Sommergrippe und liegt im Bett, das haben wir auf unserem Handy. Ja, der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. So, der hat teilweise nach dem Spiel Blut im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Und jetzt mangelt ein Einwurf, hört mir mit diesem Müll auf. Sorry. Ich habe jetzt nur das Spiel gegen Kolumbien gesehen und da haben die Damen ja leider verloren. Ich überlege tatsächlich, ob ich überhaupt nach Brisbane fahre oder wenn die hinten liegen, 1-0 hinten liegen, dann verlasse ich einfach das Stadion und dann gewinnen sie wieder. Allianz. Wie heißt es? Allianz in Turin. Allianz Juventus Stadion. Super. Wenn wir den Pokal holen, ich weiß, dass man hier das nicht so gern hört, aber dann saufe ich auch mal ein, auch wenn ich noch in meinem Leben fast kaum Alkohol trinke. Ich habe nur meine Frau gebeten, dass sie mich festhält, wenn ich umfallen sollte. Bei jedem Foul ist ein Spieler von Juve an den Ball und hat den Ball mitgenommen oder ist vor dem Ball gestanden. Ich will da gar nichts mehr dazu sagen. Ich bin sprachlos darüber. Ich weiß nicht, wie viele Szenen das waren in den beiden Spielen. Immer. Nimmt der Juve-Spieler den Ball mit oder steht davor oder spielt ihn weg? Und was gibt es? Eine gelbe Karte. Hässliche Vögel goes international jetzt. Erstmal glaube ich, dass das alles sehr sarkastisch ist. Ich habe das natürlich damals so dahingesagt, war nicht meine Intention, dass wir wirklich so genannt werden. Wir sind die beste Mannschaft der Welt, da hält uns auch eine rote Karte in die Schau, weil wir einfach ein Team sind, so ein geiles Team. Da kommt gar nichts mehr an uns dran, also. Das war einfach unbeschreiblich. Geht nicht mehr. Ich finde es großartig für die Bundesliga, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, das ist ein Zeichen von Attraktivität. Und für Eintracht Frankfurt bin ich da ganz entspannt. Hasebe hat den im Griff. Den Rest der Vater von den Experten ja direkt.